Silver, das bedeutet Wald. Und wo kommt Hanhard her? Aus dem Schwarzwald. Und da gibt es jetzt zwei neue Uhren. Jetzt wieder David von Rostevet. Hi, ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Hanhard. Die neue Silver. Hier schön in beige. Guckt euch das an. Ah, die harten Kontraste, das liebe ich ja, ne? Schön mit schwarzen Ziffern und Zeigern. Sehr geil. Super flach, nur 10 mm. Schönes Automatikwerk drin. Hier schön am Milanese-Band. Dann hier die schwarze Variante. Am Lederband, innen mit Alcantara, oh, ganz weich, ey, Leute, richtig geil. Das Band könnt ihr natürlich auch extra bestellen, beziehungsweise ihr könnt die hier, die beige, auch gleich mit dem Lederband bestellen. Und in meinem Shop gibt es sie gerade als Bundle. Einmal diese Fotouhren hier mit dem schwarzen Band und dem Milanese-Band zum wirklich guten Preis. Schaut mal rein. Ihr bekommt natürlich die Uhren frisch und lecker und ganz neu bei Hanhard direkt im Shop. Der Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Ihr kommt direkt auf die Landingpage und dann seid ihr auch schon im Shop. Auf der Landingpage gibt es noch ein paar Infos, noch ein paar Bilder, ein paar Impressionen und dann seid ihr direkt im Shop und dort könnt ihr ganz easy und einfach eure Uhr bestellen. Hier sehen wir jetzt nochmal das schwarze Modell. Nun, lauf, 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 lauf! Was halt auch sehr cool ist, ne? Ist hier das historische Logo. Genauso wie auf dem Zifferblatt. Und sie kommt halt wirklich super schlicht daher, ne? Das macht halt schon richtig, richtig was her. Und das Cellita hier drin läuft und läuft. Gucken wir uns gleich auch nochmal alles im Makro an. Hier auch auf der Schließe das alte historische Hanhard-Logo. Ja, schön, ne? Hier sehen wir die beige Milanese schön am Handgelenk. Richtig nice, ne? 38,5 mm Durchmesser. Dadurch, dass wir hier keine Lünette oder ähnliches haben, wirkt sie überhaupt nicht klein. Ich habe 17 cm Handgelenksumfang und ich muss ganz ehrlich sagen, die Uhr hat eine richtig geile Größe. Also, bah, richtig stark. Was sagt ihr denn? Haben wir noch hier den Sicherheitsbügel, den ich hier aufmachen kann, ne? Und dann, zack. Ist es ab. Hier jetzt die schwarze am schwarzen Lederbar. Die ist halt auch sehr geil, ne? Das ist halt auch mehr typisch Hanhard. Die beige ist halt, ja, mal was Neues, ja? Und guckt mal. Ja, schwierig sich zu entscheiden, weil die kann ich auch mit dem Milanese tragen und die kann ich auch mit dem Leder tragen. Also, ja. Welches denn euer Favorit? Mit welchem Band? Das würde mich mal interessieren. Das Zifferblatt gibt es ja in schwarz oder weiß. Das Weiß ist nicht ganz weiß, es ist so ein bisschen beige. Deswegen sage ich auch immer beiges Blatt. Wir haben hier eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM. Wir haben konvexes, innen entspiegeltes Saphirglas. Natürlich ist das Gehäuse hier aus Edelstahl. Verschraubter Gehäuseboden. Und auch hier innen entspiegeltes Saphirglas. Gravitierte fortlaufende Seriennummer haben wir hier drauf. Gucken wir uns gleich nochmal im Makro an. Und Schwungmasse mit Hanhard-Logo. Die Bandanstöße sind 20 mm. Lack-to-Lack 44 mm. Ja, und die Höhe eben, wie gesagt, 10 mm. Und im Inneren tickt eben das Cellita SW200 mit mindestens 38 Stunden Gangreserve. Drei Zeigerstunden, Minute, Sekunde, that's it. Und ach, guck doch mal bitte, diese harten Kontraste, das macht die Uhr echt besonders, auch in diesem Weiß-Beige-Ton. Die Pioneer-Serie ist ja sehr, sehr bekannt bei Hanhard und die Silver gehört auch zur Pioneer-Serie. Hanhard Pioneer Silver. Die Verpackung hier ist halt auch richtig geil. Schönes Leder, da hat man sich richtig was bei gedacht. Die kenne ich schon ewig von Hanhard und oh, die riecht so schön nach Leder. Unboxing Time! So, hier haben wir einen schönen Pappkarton, wo das Ganze drin ist. Ich kann das nicht weiter ganz zeigen, weil sonst mein Objektiv wieder durchdreht. Hier steht schön Hanhard drauf. Das Ganze ist auch nochmal in der schwarzen Umverpackung.
Wenn ich das aufmache, ist hier jetzt das Leder drin. Ich kann das hier auch schön aufklappen. Nimm das raus. Dann habe ich jetzt hier Papierwerk. Schön mit ausgefüllter Karte und so weiter. Und hier noch ein schönes Hanha-Tuch. Alles sehr schön. Hier ist jetzt die schöne Lederverpackung. Ah, finde ich auch geil, so mit diesen Nietenknöpfen hier, ne? Mega. Hanhard hier schön drin und ich habe ja vorhin schon mal geschnuchelt, riecht super. So, dann klappe ich das auf. Jetzt ist natürlich hier wahrscheinlich alles verschwommen und da ist die Uhr. Kann ich hier klack, klack die Knöpfe aufmachen, drehe zur Seite und schon habe ich das gute Stück. Ist dann schön eingepackt in Folie. Ja, so sieht's aus. Hier sehen wir jetzt schön das Zifferblatt. Seht ihr das? Das auch nicht ganz weiß ist. Ach, geil mit dem Logo auch, ne? Das historische Logo ist übrigens auch auf der Krone drauf. Guck mal, geil, ne? Ja, hier mit dem Milanese-Band. Und hier jetzt die Hanhard-Schließe. Auch geil. Ja, das ist halt Historie, ne? Ich mach's mal zu. Klemmst hier praktisch ein, klack, und dann kann ich hier den Sicherheitsbügel klack auch noch mal dran machen. Und dann könnt ihr nämlich sehen, wenn man hier aufmachen will, es geht nicht. Schön, Sellita SW200, schön mit dem Schwungrad, Uhrenmanufaktur seit 1882. Sehr, sehr schön. So, hier jetzt noch das schwarze Zifferblatt. Auch sehr schöne, harte Kontraste, weiß und schwarz. Sehr schönes Leder. Auch hier das Hanhard-Logo, das historische und von innen ganz weiches Alcantara. Ah, das ist super. Das ist richtig klasse. So, hier nochmal von oben am Handgelenk. Schwarz am Leder. 17 cm Handgelenksumfang, 38,5 mm Durchmesser. Und die weiße / beige Variante Milanese-Band von oben. Auch sehr nice. Also, das ist ja mein Favorit, weil das hat halt kaum jemand. So eine Uhr in der Farbe. Ja, wobei ich sie, glaube ich, am schwarzen Leder tragen würde. Mein Fazit, wenn ihr auf solche coolen, schlichten Uhren steht, mit Historie, dann seid ihr hier genau richtig, gerade bei Hanhard. Hier nochmal ein kurzes Bild von dem historischen Vorbild. Hanhard Kaliber 36/39. Man hat sie auch nur Kaliber 36/39 genannt. Und die hat man jetzt als Vorlage genommen und sie praktisch noch schlichter und eleganter gemacht. Und das finde ich richtig, richtig stark, muss ich sagen. Auch gerade, wie gesagt, der Beige-Ton mit dem Vintage-Hanhard-Logo. Und am Milanese und Leder, das ist einfach ja eine sehr schöne zeitlose Uhr mit einem zeitlosen Design. Hanhard, alles richtig gemacht. Ich bin total geflasht. Ich bin gespannt, wie es bei euch aussieht. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Ich freue mich auf euren Kommentar. Link, wie gesagt, alles unten in der Beschreibung zum Hanhard Shop, zur Landingpage und. Einmal in meinem Shop als Fotouhr, schaut da auch mal rein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche euch was, ne? Macht's gut. Ciao. Jetzt guckt da hier und hier. Da gibt es nämlich auch richtig, richtig coole Videos. Klick, 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 klick da jetzt. Da drauf, klick, klick.